Obstbäume pflanzt man eigentlich, damit man Früchte hat. Äpfel, Beeren, Grüße und nicht, damit man Holz hat. Jetzt wie eine Tanne, die im Wald steht, die von Holzertrag gepflanzt worden ist. Der Baum ist meiner Ansicht nach noch nie geschnitten worden. Und wie so also ein Baum nachher rauskommt, wenn er nicht geschnitten ist, sieht man da. Er ist sehr gross und gesund und hat viel Holz und Äste. Aber wie ich sehe, sehr wenig Früchte. Und das könnte man aber anders machen. Also man könnte den so schneiden, dass es mehr Früchte hat und dass dann auch der Zweck des Obstbaums eigentlich erfüllt ist. Da sind wir jetzt bei einem Bäumchen, der jetzt geschnitten worden ist. Aber man sieht dem auch an, dass da nicht grosser Konzept dahinter gesehen ist. Also der das geschnitten hat, hat glaube ich auch nicht recht gewusst, warum er überhaupt schneidet. Warum man einen Obstbaumschnitt macht überhaupt, das hat man sich eigentlich seit hunderten von Jahren überlegt, weil Obstbaumschnitt sind ja Kulturpflanzen, das heißt vom Mensch züchtet, selektioniert und die brauchen eigentlich eine Pflege oder es ist einfach besser oder man kann optimalere Ertrag rausholen, wenn man ihn schneidet. Und wie man einen Baum unterstützen kann mit dem Schnitt, das hat sich der Dr. Hans Spreng an der kantonalen Obst- und Gartenbauschule in Oeschberg im Kanton Bern in den 1920er Jahren, im letzten Jahrhundert, auch überlegt und hat dort einen Versuch gestartet, wie man möglichst einen Vertrag auf schöne, grosse und gesunde Früchte am Baum schneiden kann. Das hat sich dann als Oeschberg-Schnitt auch durchgesetzt und man kann eigentlich sagen, dass jeder Obstbaumschnittkurs darauf basiert, mehr oder weniger wird dann in die Schnittmethoden auch angewendet. Oeschberg-Schnitt basiert eigentlich darauf, dass der Baum eigentlich Licht und Luft überkommt, sozusagen, also im Kroneninneren auch. Das haben wir in den anderen Bäumen ja gesehen, dass dort eigentlich zu viele Äste rum sind. Wir haben jetzt hier gerade daneben zwei, drei alte Obstbäume, das sind Boskop, und da sieht man eigentlich schön, was dort die Idee dahinter ist. Man hat eigentlich versucht, Luft und Licht in die Krone hinzubringen, dass auch Äste im Kroneninneren Licht überkommen. Das heisst, dort sind die Früchte schneller trocken. Sie sind also pilzanfällig für Krankheiten und sie haben auch Sonne und es gibt auch mehr Äpfel drin als in diesem Fall. Da sind wir jetzt bei einem klassischen Oeschberg-Schnittbaum gelandet. Es ist zwar ein Niederstamm, aber das spielt dann überhaupt keine Rolle, ob Niederstamm oder Hochstamm, Kronenform bleibt sich dort gleich. Der Baum geschnitten hat, hat da ganz klar eine Idee und eine Vorstellung, wie man so etwas macht und dass man Produktivität und die Qualität der Früchte steigern kann. Das hat er erreicht, indem er den Baum, also die Äste, Hauptäste auf 3 bis 4 Hauptäste, Tragäste, eigentlich Leitäste reduziert hat und das Kroneninnere freigehalten hat von unnötigen Ästen und Holz. Also man sieht das sehr gut, weil da der Stamm eigentlich Fruchtäste dran hat. Durch das können die Früchte, wenn sie mal dran sind, besser abtrocknen und der Pilz hat dann eigentlich auch keine Chance. Dann sind eigentlich alle Äste und oder Stamm gleich produktiv und rundum kommt Licht dazu, dass das die Früchte können ausreifen und sie haben da alle Sonne und Licht. Er ist auch nicht zu gross, also man muss auch nicht so darauf achten, dass man zu grosse Latten braucht, weil es wäre nur zum Teil vor allem bei Hochstämmen sehr gefährlich. Ganz klar sieht man auch, dass die Leitäste ganz kräftige Äste sind und dort dran sind erst eigentlich die Fruchtäste, wo dann eigentlich die Äpfel dran sind. Und die Leitäste haben so viel Kraft und sind so stark gemacht, dass sie auch die Last tragen können. Und auch der Winkel von diesen Ästen ist wichtig, damit sie relativ flach raus können, dass der Baum in Breite wächst und nicht so schmal in die Höhe. Wir haben das ja beim ersten Baum, den wir gesehen haben, mit der Beere, die wir gesehen haben, die wachsen zwar in die Höhe, aber so dicht, dass dort die ganze Krone eigentlich zu ist. Und das ist da ganz klar nicht der Fall. Man sieht sehr schön, wie er durchlichtet ist und überall Blüten dran sind, die später auch, wenn sie befruchtet sind, Früchte sind.